Hallo, mein Name ist Carsten Heck von der Universität Göttingen und hier kommt unser Datenset für Coding Da Vinci. 2000 botanische Lehrtafeln, die so in Vorlesungen gezeigt wurden, um den Stoff zu veranschaulichen. In Zeiten von PowerPoint wird das nicht mehr so sehr gemacht und die Sammlung wird auch nicht mehr so wirklich gebraucht, weswegen wir sie umdeponiert haben und bei der Gelegenheit gleich von allen Fotos geschossen haben. Sprich digitalisiert. Wir haben gleich noch Datensätze angelegt, nachdem wir kurz gereinigt hatten, hochauflösende Bilder geschossen. Und die sehen jetzt heute im Sammlungsportal der Universität in etwa so aus. Am Beispiel von Albert Peter, einem Botaniker hier aus Göttingen, lässt sich auch sehr schön zeigen, was für tolles Material das ist. Pflanzenporträts der unterschiedlichsten Arten, aber auch mikroskopische Aufnahmen, teils beschriftet, teils das pure Bild. Wir sehen hier ein Beispiel der Narzisse aus einer Reihe der Peterschen Lehrtafeln, die sozusagen im Porträt, dann die Blüter im Schnitt, auch im Grundriss und die Frucht im Schnitt und in der Ansicht gezeigt wird. Eine wissenschaftliche Systematik, die sich auch in der Nomenklatur, in der Beschriftung des Blattes zeigt. Daneben haben wir aber auch spektakuläre Handzeichnungen, hier beispielsweise vom Sonnentau, eines Göttinger Zeichners, der unter Peter gearbeitet hat. Das sind Bilder, die sozusagen von Hand angefertigt wurden, als Originale hier in Göttingen liegen und teilweise die tollsten Motive zeigen, die dann später in Druck gegangen sind. Wir würden uns freuen, wenn wir diesen Schatz mit eurer Hilfe wieder ans digitale Publikum bringen können und freuen uns darauf, mit euch im Hackathon zusammenzuarbeiten.